Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew. Ja, wir sind hier wieder zurück, diesmal am Flughafen in Chicago. Und in diesem Part, ja, beim letzten Mal haben wir uns ja das Tattoo für die 510 endlich verdient. Das heißt, wir sind jetzt offiziell Mitglied und unsere nächste Mission lautet, wir müssen nach New York. Ja, wunderschöne Stadt, New York. Hier unten ist sie, da werden wir jetzt bei diesem Mal hinfahren, aber bevor wir das machen, ja, ich war wieder mal fleißig und zwar, ich habe jetzt 19 Teile vom Mittleren Westen habe ich jetzt gefunden und ein Teil ist hier oben, das habe ich schon mal gefunden, aber das müssen wir jetzt nur schnell freischalten im Baron. Da werden wir schnell hinfahren, dann haben wir nicht das erste versteckte Auto, haben wir dann freigeschaltet und ja, es freut mich auf jeden Fall. Dass wir es endlich geschafft haben. Da werden wir jetzt schnell hochfahren. Ich weiß, die könnten nur hin teleportieren, aber ich will es ehrlich gesagt nicht machen, dass wir uns da hin teleportieren. Deswegen fahren wir schnell. Sind nur schnelle 8 Kilometer und mit unserem Chevrolet Camaro sollte es doch ganz schnell gehen. Ja, und dann geht's ab nach New York. Das wird auf jeden Fall auch eine sehr lange Reise, kann ich mir vorstellen. Und mal schauen, was denn da im neuen Staat so abgeht. Wird auf jeden Fall interessant werden. Und ja. Wie gesagt, ich war jetzt zwischendurch mal wieder ein bisschen fleißig, aber heute vor der Aufnahme, ich glaube, 3 oder 4 Stunden gespielt, habe dann die restlichen 4 bzw. 5 Teile gesucht und alles relativ gut gefunden, habe nur die Funkmaschen gesucht und die Sehenswürdigkeiten habe ich jetzt auch relativ viele schon im Mittleren Westen, also in diesem Bezirk, wo wir gerade sind, freigeschaltet, weil beim Let's Play, da wird sich das so ewig ziehen und deswegen erlöse ich euch einfach mal davon. Aber das letzte Teil, ich will es nur zumindest mal wissen, wie das ist, wenn wir das Auto freischalten, wie sie das, ja, wie das halt präsentiert wird. Vielleicht fahren wir auch gleich mit dem dann nach New York. Mal schauen, was überhaupt für eins ist. Das ist irgendein Oldtimer, das weiß ich schon mal. Weil das hat man ja immer vorher gesehen, dass das alte kaputte Auto irgend so ein Oldtimer-Art ist, aber was es dann genau ist, keine Ahnung. Gut, dann schauen wir mal, dass wir da gut rüberkommen. Es sind, oh nein, das war schon mal nichts. Hat der gute Chevrolet schon mal eine ordentliche Schramme abbekommen, aber hat's gut weggesteckt. Und jetzt rasen wir auch schon weiter. Unser Auto ist jetzt mittlerweile auf Stufe 147, also wir können ja immer diese Bonus-Sachen einbauen und dann steigt immer die Stufe 147, haben wir mittlerweile schon. Das ist ganz ordentlich, muss ich sagen. Da vorne kommt ein Sprung, ihr seht es auf der, ja, da vorne rechts halt. Das würden wir jetzt gerade ziemlich anmachen, dass ich den mache, weil Sprünge sind immer cooler, aber ich sehe schon, wir sind auf der falschen Geraden. Wo wären der überhaupt? Wo da drin? Keine Ahnung, werde ich irgendwann mal anders machen. Ich weiß sogar, wie da hinkommen sollte, so richtig schnell. Egal, lassen wir uns jetzt nicht davon abhalten. Wir sind jetzt 3 Kilometer noch von unserem Ziel entfernt. Werden wir gleich haben. Der Chevrolet schaut auch wieder ganz schön aus. Hat die Delle anscheinend ganz gut weggesteckt. Gut, und dann endlich mal wieder ein neues Auto. Ja, wir sind ja schon ewig mit diesem Chevrolet unterwegs. Und ich sehe schon viele Spieler, die mit richtig coolen Autos immer anfangen. Also mit Mercedes, irgendeinem AMG habe ich schon gesehen. Lamborghini habe ich ja schon rumfahren sehen. Königsegg ist mir heute auch entgegengekommen. Also es gibt wirklich sehr viele Autos, aber ich glaube, die haben alle schon ein bisschen mehr Spielzeit drauf als wir jetzt hier. Gut, jetzt schauen wir mal, dass wir es dann noch heute noch hinkommen. 1 Kilometer noch. Das sollten wir jetzt dann gleich haben. So. Müssen wir da schnell hin. Vorne kommt schon der Polizeiwagen. Wir sehen uns jetzt an diesem Ding nicht. So, da vorne sollte es irgendwann sein. Wir werden es gleich sehen, wenn der Radar anschlägt. Jawohl, der Radar schlägt schon mal an. Das heißt, ich mache hier mal ganz kurz weg. Das heißt, wir setzen den Wegpunkt weg. Und dann fahren wir hin. So, mal schauen, wo das jetzt genau liegt. Auf der rechten Seite sagt mir unser Navi. Rechts, jetzt weiter geradeaus, dann geht es irgendwann mal links. Da in dem Vorgarten soll es irgendwo drin sein. Mal schauen, ob wir den finden. Ne, es ist eigentlich. Jetzt soll es links sein. Okay, mal schauen. Ah, okay, gut versteckt. Sehr gut versteckt. Ja, die sind auch ab und zu mal gar nicht so schlecht versteckt, muss ich sagen. So, das war Teil 20. Und das ist natürlich richtig gut. Und wir schauen jetzt natürlich nochmal ja, zurück zum Hauptquartier. Was das für uns heißt. Weil wir wollen jetzt natürlich das Auto zusammenbauen.
So, zurück im Hauptquartier. Überspringen wir ganz schnell. Und hier sehen wir es. Erfolg freigeschaltet. Müllsammler. Und dann kommt auch schon das schöne Schmuckstück. Schönes Ding. Und ich glaube, mit dem werden wir jetzt gleich erstmal nach New York fahren. Ein neues Auto. Oh, der sieht aber ziemlich alt aus. Ich glaube, der hat ziemlich Power. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal auf unsere Karte. Hier sehen wir es. Verborgenes Auto. Und hier haben wir es auch schon. Ich würde sagen, mit dem fahren wir auch jetzt ein bisschen rum. Komm, nehmen wir den einfach mal her. Nee, möchte ich nicht. Ich will mal, den mal schauen, ob er den vielleicht ein bisschen Performance 90 Punkte. Ja, komm, den nehmen wir jetzt einfach schnell. Und dann fahren wir mit dem schnell nach New York. So, jetzt muss ich aber noch zeigen, wo denn das dieses Versteck auf der Karte liegt. Und zwar, wir waren ja hier im Barren. Also hier oben Chicago. Und da oben ist dann Barren gewesen. Genau hier. Und da ist es eben hier relativ gut versteckt, muss ich sagen. Also das haben sie echt nicht schlecht versteckt. Die anderen Teile waren nicht so schwer, aber das war jetzt doch schon ein bisschen schwerer versteckt. Gut, dann werden wir mit dem guten Schmuckstück eine kleine Runde drehen. Sieht echt nicht schlecht aus. Sieht echt nicht schlecht aus, das gute Schmuckstück. Ja, so schaut's aus. Gut, dann fahren wir mal los nach New York. So, wo haben wir denn New York? Natürlich, wir sind jetzt am komplett anderen Ende. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den kompletten restlichen Part damit verbringen, nach New York zu brettern. Wir wollen natürlich erstmal zum, zu unserer Garage. Würde ich eigentlich gar nicht zuerst. Haben wir überhaupt schon? Ne, wir haben noch keine Garage da unten. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren einfach hier hin. Wegpunkt setzen. Das wird jetzt wahrscheinlich 50, 60. Oh, das ist ewig weit. Das sind 48 Kilometer. Ich werde das mal ganz kurz ein bisschen reduzieren, und zwar mache ich mal ein bisschen Schnellreise. Und zwar, wir fahren am besten, wo ist denn die Strecke? Da oben. Das heißt, die teleportieren uns einfach mal zu dieser großen Kreuzung in Richtung Detroit. Blitzreise, weil dann geht es schneller, weil ich glaube, 48 Kilometer brauchen mindestens eine halbe Stunde. Alex? Zoe. Okay, ich geb's zu. Ich bin beeindruckt. Das heißt, du hattest Zweifel? Ja, ja, ich beiße nicht. Hey, das ist die erste Sprosse der Leiter. Wir müssen den Schwung für uns nutzen. Okay, und was jetzt? Big Apple. Hab einen von Daytons Mechanikern, Harry. Harry? Mann, der war wie ein Vater zu uns. Du brauchst einen zuverlässigen Mechaniker, also fahr hin und brich das Eis. Ich schick die Location auf dein GPS. Alles klar, Zoe ist auch wieder auf unserer Seite. War ja zuerst nicht so begeistert, dass wir ein paar illegale Sachen ohne ihre Erlaubnis gemacht haben. Gut, jetzt sind es zum Glück nur 22 Kilometer. Ist zwar auch nur ein ordentliches Stück, aber immerhin keine 48 Kilometer mehr. Und ich muss sagen, ja, läuft ganz ordentlich, das Ding. Ich glaube, wenn man der ein paar Teile reinstecken, dann könnte es auch ein schönes Fahrzeug werden. Ich glaube, den werde ich dann für den Offroad-Bereich nehmen. Weil, ich weiß nicht, der schaut noch nicht schlecht aus. Also für so einen Oldtimer echt nicht schlecht. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie die Zeit nur verbringen. Da vorne sehe ich was zum Springen. Ah, scheiße. Ja, da war es dann auch schon das mit dem Sprung. Sauber verkackt. Da hätten wir, glaube ich, springen können. Egal, das werden wir irgendwann mal, ich glaube, die Strecke müssen wir... Was ist denn das da drüben? Sieht cool aus. Rüberfahren. Einfach mal rüber. Ich will wissen, was das ist. Ja, sieht aus wie eine Achterbahn. Da vorne geht es auf jeden Fall rein, oder? Sieht stark nach Eingang aus. Mal schauen, ob wir wirklich reinfahren können oder ob es abgesperrt ist. Ne, wir können tatsächlich da reinfahren. Cool. Wir sind jetzt auf dem Jahrmarkt unterwegs. Jawoll. Und hier können wir natürlich auch eine Mission machen. Boah. Machen wir auch gleich mal nebenbei. Werden wir zwar wahrscheinlich nicht auf Gold schaffen mit dem Auto, aber egal, ich will jetzt einfach den Jahrmarkt mal ein bisschen sehen. Ja, deswegen werden wir wahrscheinlich in diesem Part nur kurz nach New York kommen und dann kein großes Event mehr machen. Okay, merkst du? Ja, ja, okay, wir lassen es sein. Ich glaube, das läuft nicht so optimal. Da brauche ich dann schon ein anderes Auto. Ja, gut, ey, wir haben eben nur keine Teile da reingesteckt, aber es ist ein gutes Auto und deswegen
Werden wir irgendwann mal anders mit dem fahren. Hier sind wir auf jeden Fall die ganzen Kassen, aber jetzt würde ich sagen, jetzt fahren wir wieder zurück auf unsere Strecke. Nein, ich will eigentlich nicht da wieder rein. Wieder zurück auf den Highway. Einfach mal quer wieder übers Gras drüber heizen. Und rums. So, zurück auf der Strecke. Ein bisschen Zeit verloren, aber mein Gott, ich will natürlich was von dem Spiel aus sehen und deswegen. Ihr wollt bestimmt auch ein bisschen was sehen. Und ja, ist ein ganz nettes Auto, muss ich sagen, aber ich glaube, viel werde ich jetzt mit dem nicht fahren, weil es ist. Ja, keine Ahnung, der Chevrolet gefällt mir irgendwie besser. Wahrscheinlich war er schon sehr nah an mein Herz herangewachsen. So, jetzt schauen wir mal, was ist das hier? Ach Gott, quetsche dich durch die Tore. Das könnte interessant werden mit dem Auto. Das schwimmt nicht wie Scheiße. Oh Gott, bremsen. Ah, vorbei, Scheiße. Gut, dann sollte es auch schon gewesen sein. Nein, nein, komm schon. Ach komm. Ja. Es ist nicht einfach zu steuern. Es ist echt nicht einfach zu steuern. Was macht denn der Bus da für Scheiße? So. Goldmedaille ist natürlich schon längst weg. Silber ist auch nicht mehr drin. Schade. Gut, also wir sind das Auto jetzt auch ein bisschen gefahren. Gefällt mir jetzt. Ja, es ist nicht schlecht, aber es ist irgendwie jetzt. Nein, jetzt habe ich es reingebaut. Egal. So, fortfahren. Jetzt will ich was ausprobieren. Und zwar, es gibt hier irgendwo auf der Seite. Zurück zum Hauptquartier. Mobiler Tuner. Nein. Mobile Garage gibt's. Jetzt will ich wissen, ob wir das wechseln können, das Auto. Jawohl. Geht. Cooler Scheiß. Stark. Gut, jetzt sind wir wieder unserem Chevrolet unterwegs. Gefällt mir schon besser. Ich weiß nicht, der ist einfach. Ich finde ihn cooler. Also, das kleine Auto ist zwar nicht schlecht, aber. Muss ich echt sagen, der Chevrolet ist für mich cooler. Deswegen werde ich jetzt auch schon mit dem weiterfahren. Vielleicht kaufen wir in New York ein neues Auto, weil wie ihr habt gesehen, wir haben über 160.000 Dollar und da soll auf jeden Fall was Ordentliches drin sein. Aber dazu muss es auch schon mal was Ordentliches geben. So, hier müssen wir runter. Wir werden, 14 Kilometer immer noch. Ja gut, wir kommen auf jeden Fall ran und wir werden auch wahrscheinlich das erste Event dann auf jeden Fall auch noch machen. Aua, warum zieht der auf einmal rum zu mir? Egal. Der steckt es locker weg, unser Camaro. Ja, schöne Landschaft, aber es sieht schön aus. Ja, was soll ich dazu sagen? 12 Kilometer noch. Ich werde wahrscheinlich jetzt wieder für mich daneben zwischendurch wieder auch hier in diesem neuen Bezirk. Weil wir sind jetzt schon im neuen Bezirk, wenn wir mal drauf schauen. Hier war die Bezirksgrenze, da war der mittlere Westen. Hier ist jetzt die Ostküste. Und hier gibt es natürlich auch wieder Fahrzeuge, Fahrzeugteile zu entdecken. Und die werde ich dann alle versuchen zu finden. Wieder für mich offline. Da vorne kommt ein Slalom-Test, oder? Ne, wieder so ein Zerstörer-Test. Oh Gott, ich hasse das auf offline zu fahren. Oh Mann. Ja, ne, ist eh schon gelaufen. Das ist schwer, wenn man nicht weiß, wo die Dinge auftauchen. Also beim ersten Mal das Ding zu schaffen, ist nicht einfach. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das mit Flank und Silber zusammenbringen, weil Gold ist auf jeden Fall schon meilenweit weg. Herrgott, die platzieren die Dinger überall. So, Bronze haben wir jetzt dann gleich. Ja, Silber ist möglich, würde ich sagen. Also Silber könnte man schaffen. Ich darf jetzt hier auch nicht so schnell fahren, weil Sense mal an jedem Ding vorbei ist. So, jetzt sind wir da durch. So, wo ist das nächste? Oh nein, das. Ach, komm. Wie soll ich denn das bitte sehen, dass da rechts drin welche sind? Naja, keine Medaille, egal. Also beim ersten Mal solche Dinger zu schaffen, die was wirklich so. Nee, die sind nicht einfach, die Dinger. Das sieht einfach so einfach aus, aber mit so einem Straßenauto auf dem Gelände zu fahren, das ist natürlich dann mit einem Grip-Auto deutlich einfach. Und jetzt schauen wir, dass wir heute da nur ankommen. Jetzt werden wir uns von nichts mehr abhalten lassen. Jetzt fahren wir einfach strikt durch. Die Mission da vorne würde ich mal sauber umfahren. Mal schauen, ob wir vorbeikommen. Ah, die ist da oben auf der Brücke. Drum, ich habe mir gerade gedacht, wo ist denn die? Aber wir sind gut vorbeikommen. So, jetzt sind 268, 269, 270. Boah, das sind echt Geschwindigkeiten. Der hebt sich aus die Socken raus. So. Immer auf dem, als coole Strecke und jetzt wird es ein bisschen schlechter Wetter. Ich frage mich immer, wann es endlich mal regnet.
Ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal Regen gesehen. Ich habe Schnee, haben wir schon gesehen, aber nur kein einziges Mal Regen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass die das nicht nur so rar gemacht haben, sondern dass auch wirklich mal kommt, der Schnee. Und rum um die Kurve. So, New York. Wir sind da. Ging auf jeden Fall schneller als gedacht. Jetzt sind wir auch New York, Harlem. Das ist immer die wunderschöne Brücke in New York. Hammer Ding. So, und wir versuchen jetzt nochmal zu unserem Ziel zu kommen. Da werden wir wahrscheinlich auch Herze empfangen. Wahrscheinlich werden wir dann auch gleich ein bisschen durch New York durchgeführt werden. Und die Straße schaut cool aus. Einfach mal hoch. Ich freue mich schon auf San Francisco mit dieser steilsten Straße der Welt. Oder halt mit der extrem steilen Straße. Oh, da müssen wir abbiegen. Gerade noch gesehen. Wo müssen wir denn hier hin? Natürlich New York, komplett neue Stadt. In Detroit habe ich jetzt ein bisschen... Ah, verdammt. Eine Ausfahrt zu früh rausgefahren. Nächste Ausfahrt. Perfekt. Ja, natürlich komplett neue Stadt. Da werden wir auch wieder neue Sehenswürdigkeiten haben. Auch neue Tests, wie den da vorne zum Beispiel. Tempotest, den möchte ich jetzt nicht machen. Ich will jetzt einfach zu dem Punkt schnell hinfahren. Bisschen Offroad. Jetzt sind wir ja gleich da, wie wir haben noch immer nur 3 Kilometer. Oh Mann, ey. Viertelstunde schon vorbei in dem Part und immer noch 3 Kilometer. Und wir fahren die ganze Zeit nur planlos rum. So, da geht's rechts weg. Und wieder links. Ziemlich verwirrend hier, die Straßending. Oh, und hier wieder auch eine richtig geile Straße. Links und rechts die Hochhäuser. Und mittendurch einfach mal eine vierspurige Straße. Oh, shit. Vorne kommt Kreisverkehr. Mal schauen, ob wir den... Nee, können wir nicht geradeaus drüber schanzen. Was war das da? Keine Ahnung. Irgendein Würfel aufgebaut. Ich kenne mich leider nicht so gut aus in New York. So, wir müssen raus Midtown Smets. Und jetzt sind wir auch gleich endlich mal da. Mann, oh Mann, das hat jetzt echt ewig gedauert. Schon mal aus dem Weg schieben. Wie riesig einfach. Wie absolut riesig hier alles ist. Da eine. Die ganze Straße gehört nur einer Spur. What the shit. So. Harry war nicht leicht zu finden. Besser hin, bevor er wieder weg ist. Gut, dann sind wir jetzt da. Harry, los geht's. Mal schauen, was uns jetzt da alles Schönes erwartet beim lieben Harry. Jemand zu Hause? Du willst was von mir? Los, hol's mir! Harry, ich bin's. Alex. Oh, Scheiße. Alex! Ich dachte schon, die wollen mir ans Leder. Wer will das? Na, eine Menge. Ich hoffte, die tragen's unter sich aus. Weißt du, Mann, das hier hatte früher mal Gewicht. Aber heutzutage... Oh nein. Nein, Mann! Nicht du auch, verdammt! Es ist nicht, was du denkst. Gerade erst draußen und schon mit einem Fuß im selben Grab wie dein Bruder. Halt mal die Schnauze und hör zu. Ich jage den Mörder von Dayton. Ich brauche Hilfe, Mann. Das wird gefährlich. Und schmutzig. Alles, was ich biete, ist Rache. Nicht mehr, nicht weniger. Für Dayton. Alles klar, Harry. Also, der wollte uns fast umnieten, aber hat uns dann zum Glück doch noch erkannt, dass wir es sind. Ich habe ein lauschiges Plätzchen für unser HQ. Da sollten wir unsere Geschäfte betreiben können, ohne dass wir Aufmerksamkeit erregen. Perfekt. Feins New York Hauptquartier. Oh Gott, schon wieder mal auf Zeit. Oh Mann, Deutsch. Nicht hoch. Was heißt nicht hoch?
Nicht genug, um besorgt zu sein. Okay, ich bin besorgt. Wie ging's los? Ganz ehrlich? Ein Gefallen für Dayton. Im Ernst? Yep. Er wollte ein legales Business aufziehen. Eine Werkstatt für seine Zeit nach den Five Tens. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Okay. Mal schauen, ob wir da rechtzeitig hinkommen. Die Zeit, die rennt schon wieder so krass davon. Oh, eine Minute, das sehe ich auch. Nein, da müssen wir runter. Oh Gott, das ist so ein... Also Detroit war groß. Aber New York ist riesig. Schon allein, wenn ich mal schaue, hier der Überblick, hier sieht man ja schön über die Stadt auf den ganzen Brücken. Warum und so. Warum bist du nie vorbeigekommen? Ich wollte dich schützen. Solange die Five Tens nicht wussten, wo du bist, haben sie dich nicht gesucht. Aber sie wussten, dass du Dicke mit Dayton bist. Gab das kein Problem? Du hast keinen Schimmer. Das ist vorbei. Ich lebe noch. Okay, so 30 Sekunden, 1 Kilometer noch. Das sollte machbar sein. Oh, da kommt ein Auto. Boah, zum Glück hat es angehalten. Nein, 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 halt an. Knappe Angelegenheit, aber die Gegner machen, die Zivilisten machen es ganz einfach und drin. Perfekt, in der Zeit geschafft. Mal schauen, ob es überhaupt dafür Medaille gibt. Das ist nicht übel. So, neues Hauptquartier und da werden wir auch gleich noch zum Autohändler fahren. Vielleicht gibt es ein neues, schönes Auto, was mir gefällt. Das Hauptquartier. Okay, ich werde dir jetzt die Situation hier erklären. An der Ostküste geht es nur um Autos und Bares. High-End-Wagen kommen aus Europa. Geld und andere Waren gehen raus. Ein gewisser Eric Tzu kontrolliert die Region. Eric ist mit Schiff aufgewachsen. Sie sind zusammen, seit Schiff 13 war. Einer deckt den anderen. Das Problem mit Eric, er ist Psycho. Manchmal richtig Psycho. Vor kurzem sind Fahrzeuglieferungen verloren gegangen. Alles deutet auf einen Insider. Jeder weiß, es ist Eric. Aber da er so dicke mit Schiff ist, will ihn keiner ohne Beweis beschuldigen. Aber die 510-Oberin interessiert nur ihr Anteil. Wenn Eric also nicht bald das fehlende Geld rausrückt, wird's einen internen Krieg geben. Und wir alle wissen, dass Kriege nicht lange intern bleiben. In vielen Fällen geraten Unschuldige ins Kreuzfeuer. Du willst aufsteigen? Dann hilf Eric, das fehlende Geld aufzutreiben. Und zwar so schnell du kannst. Okay. Yo, so viel dazu. So, schauen wir auf unsere Liste, was kann man denn alles kaufen? Also die Autos, die könnten wir kaufen im einen Start und jetzt werden wir dann mal in den Shop fahren. Also hier sehen wir auf jeden Fall, es geht momentan noch nicht weiter. Ich glaube, wenn ich die alle Autos, die ganzen kaufen würde, dann, da würde ich ewig brauchen. So, dann... Na, das möchten wir noch nicht. Gut, können wir irgendwas anschauen? Verborgenes Auto haben wir momentan keins am Start. Fortschritt wissen wir sowieso. Vorteile haben wir momentan eh keine, habe ich schon herausballert. Dann haben wir was in der Werkstatt, und zwar performancemäßig. Mal draufschrauben. Na gut, da haben wir schon das Neueste drin. Das Beste zumindest für uns momentan. Getriebe. Hätten wir ein bisschen mehr für die Bremsen, ich wäre gesagt mehr Beschleunigung auf dem Auto haben. Motoren haben auch den besten Motor drin. Und Aufhängung, auch die beste Aufhängung momentan drin, oder? Ja, beste Aufhängung drin. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder auf die Straße. Jupp, Hauptquartier verlassen. Ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Schön wieder dabei zu sein, Alex. Ich habe Dayton und dich im Stich gelassen. Jetzt tue ich alles, damit du Schiff kriegst. Alles klar, Harry. Also, Eric Tzu. Ich muss mich wohl mit dem Arsch vertragen, was? Ist unsere Spur, was willst du machen? Der Ort ist auf der Karte. Alex, lass den Arsch nicht warten. So, nächste kommt auch gleich hinterher.
Schaue auf die Uhr, 25 Minuten. Ich glaube, dann werden wir sogar einen kleinen Schnitt jetzt machen. Oder ich bin mal, ich schau mal, gut, da ist der Autohändler, Autohändler, Autohändler. Ja. Wir gar nicht so weit weg. Ich glaube, da fahren wir nur schnell hin. Und dann wäre die Paten Schluss machen für diesen Part. Alex. Vielleicht. Wer da? Eric zu. Ostküsten-Chapter. Du gehörst wohl mir. Du hörst dich nicht gerade begeistert an. Du hast mir keinen Grund dazu gegeben. In New York gibt's ein Straßenrennen. Gewinn oder verpiss dich hier. Okay, also dieser Eric Zhu ist jetzt nicht unbedingt Sympathie hoch 10, aber wir werden ihn schon aufs Maul geben früher oder später. Ja, wird anscheinend auch wirklich eine längere Story hier geben, bis wir jetzt mal uns hochkämpfen. Wir haben ja gerade erst mal das Tattoo erlangt, das heißt, wir müssen jetzt V2 werden, dann irgendwann mal V4, V6 oder irgendwann mal den V8, also den Chef aufs Maul geben. So, da vorne ist auf jeden Fall... Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Warum hat mir das da hingeschickt? Ich will zum Autohändler. Hey! Warum bin ich jetzt zu dem Event geleitet worden? Keine Ahnung. Das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Ich will jetzt ehrlich gesagt eher lieber zum Autohändler als sonst irgendwo hin. So, was haben wir denn da jetzt wieder Schönes? Ach, Flucht ist ja egal, bin jetzt aus Versehen reingefahren. Würde jetzt. Oh, eh nicht schaffen. Ja, egal, fortfahren. Komm weg damit. Das werden wir alles in die späteren Parts dann nur sehen. So, wo ist denn der Autohändler? 3 Kilometer weg. Vielleicht natürlich ein Lamborghini werde ich jetzt da nicht vorfinden. Aber vielleicht ein BMW. BMW wäre schön. Vielleicht, was hätten wir nur an geilen Autos? Ich weiß gar nicht, was alles so vorhanden ist, weil es da anscheinend 100. Bisschen mehr als 100 Autos geben. Oder 47 habe ich irgendwo mal gelesen. Das sind ordentlich viele. So, da vorne haben wir eine Sehenswürdigkeit. Die lassen wir jetzt. Na, die lassen wir nicht liegen. Brooklyn. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Die Gelegenheit für mich, was zum Trinken. So. Das ist also Brooklyn. Haben wir jetzt nicht so viel Beeindruckendes davon gesehen, aber. Schon recht. Da sind wir auf jeden Fall den Hafen. Auch nicht ohne. Wunderschöne Brücke, alles die riesig. Okay, New York ist echt riesig. Ich glaube, dagegen ist Detroit wirklich ein kleines Spielzeug. So, Präzisionstest lassen wir auch mal aus. Ich weiß gar nicht, wie viele Tests es hier gibt. Wenn ich gerade gelesen habe, Präzisionstest 30. Also jetzt wird hier wahrscheinlich ewig viele geben. Bei diesen ganzen Tests. So, wo ist denn dieser Autohändler? 1 Kilometer noch? Schauen wir das mal. Das wäre fast schon schief gegangen. Müssen wir links. Und da vorne, da kommt er doch schon. Jawohl. Dann schauen wir da mal ganz kurz rein. Mal schauen, ob es ein paar neue Autos gibt. Vielleicht ein richtig schönes. Schön durch die Häuserschluchten durchfahren. Beim nächsten Mal geht's dann. Jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Der Zizu, Tuzi, Tazi. So, Autohändler betreten. Dann schau mal, was er so auf Lager hat. Laden, laden, laden. Autohändler, oh ja, ist es ein BMW? Nee, leider nicht. Schade. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn da jetzt ein BMW rumgestanden wäre, aber leider war dem nicht so. Wär. So, wir haben einen Ford Focus RS, naja. Was ist denn das? Ford F-150 Raptor, okay. Der schaut cool aus. Dodge Charger. Ein Nissan Skyline GTR. Ein Grand Chicory und ein Chevrolet Camaro RS. Gott, die kosten schon mittlerweile 266.000. Ich glaube, den werden wir kaufen. Den werden wir, glaube ich, die nächsten Male kaufen, wenn wir mal wieder ein neues Auto an den Start bringen sollen. Aber bis dahin vergehen noch ein paar Tage, denn immer also schnell Schluss für diesen Part an dieser Stelle. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wenn es dann zum Beispiel ein Event in New York geht. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao!